Im Juli 1986, zwei Monate nach der furchtbaren Katastrophe im Atomkraftwerk von Tschernobyl, gab der KGB eine Liste mit streng geheimen Anweisungen heraus. Ganz oben auf der Liste stand, die tatsächliche Ursache für den Super-GAU dürfe niemals bekannt werden. Aber ein Mann wollte trotzdem die Wahrheit herausfinden. Der Atomphysiker Konstantin Pawlowitsch Tschetscherow. Deshalb ist er immer wieder in die Ruine geklettert. Sogar bis unter den Sarkophag, der den zerstörten Reaktor Nummer 4 mittlerweile umgibt. Dabei fand er seltsame Spuren des Unfalls, die mit den Erklärungen nicht zusammenpassten, die man seinerzeit gegenüber der Weltöffentlichkeit abgegeben hatte. 1990 nahm Tschetscherow Kontakt auf mit dem russischen Geophysiker Michail Tschatajew. Tschatajew besaß geheime Seismogramme, Beweise für die wahre Ursache des Unfalls. Tschetscherow und Tschatajew verabredeten ein Treffen. Он приезжал в командировку в Москву, а я работал в Чернобыле и приезжал в Москву на отдых. Er war in Moskau auf einer Dienstreise. Ich arbeitete damals in Tschernobyl und machte Urlaub in Moskau. Wir wollten uns im Institut treffen, aber es klappte nicht. Wir haben nur telefoniert. Am Telefon hat er dann alles bestätigt. Die Seismogramme, die würden tatsächlich existieren. Und er sei überzeugt, dass ein Erdbeben im Spiel gewesen sei. Doch irgendwie hatte er Angst zu reden. Wenn man seine Kenntnisse mit den offiziellen Angaben über die Katastrophe vergleicht, dann hatte er wohl Angst davor, geheime Informationen weiterzugeben. Tschetscherow hat Tschatajew nie getroffen. Und 1995 verschwand Tschatajew spurlos. Das Beweismaterial ist aber zwischenzeitlich in Moskau aufgetaucht, am Institut für Geophysik. Seitdem schlagen angesehene russische Wissenschaftler Alarm. Man sollte die wissenschaftliche Öffentlichkeit vieler Länder mobilisieren, besonders in Europa. Wenn so etwas irgendwo noch einmal passiert, dann wird es schrecklich. Der Unfall von Tschernobyl am 26. April 1986 war die bisher schlimmste Katastrophe in einem Atomkraftwerk. Tschernobyl wurde zum Sinnbild für unfassbares Grauen. Seitdem lebt die Welt mit der ständigen Angst vor einem nächsten Super-GAU. Immerhin stehen heute fast 500 Atomkraftwerke rund um den Globus. Erst 36 Stunden nach dem Unfall hatten die Behörden damals mit der Evakuierung der Bevölkerung aus den am stärksten betroffenen Gebieten begonnen. In den ersten Tagen nach dem Unfall wurden alle Informationen zurückgehalten. Die sowjetischen Experten wollten sich erst ein Bild von der Schwere des Unfalls machen. Große Teile Europas wurden von massivem radioaktivem Niederschlag betroffen. So hohe Werte wurden noch nie gemessen. Mehr als 20 Länder mussten den Verzehr von belasteten Nahrungsmitteln verbieten. Sogar Lappland, jenseits des Polarkreises, wurde schwer verseucht. Die extrem hohe Radioaktivität überraschte die Wissenschaftler auf der ganzen Welt. Hunderttausende von Rentieren mussten notgeschlachtet und das Fleisch vernichtet werden. Der sowjetische Staat wollte der Welt zeigen, dass er die Lage im Griff hatte. Und so begannen direkt nach dem Unfall verzweifelte Aufräumungsarbeiten. Aktionen, wie es sie in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben hat. Eine besonders gefährliche Aufgabe bestand darin, die hochradioaktiven Trümmer des Reaktorkerns zu beseitigen, die auf das Dach des angrenzenden Kraftwerk Blocks B geschleudert worden waren. Die hastig angefertigten Schutzanzüge boten den Helfern kaum mehr als psychologischen Schutz. Gegen die mörderische Strahlung konnten sie so gut wie nichts ausrichten. Nach inoffiziellen Quellen starben viele der todesmutigen Männer später dann auch tatsächlich an der Strahlenkrankheit.
Bald darauf stieß eine Gruppe von Wissenschaftlern zu den Aufräumungskommandos. Einer von ihnen war der Atomphysiker Konstantin Pawlowitsch Tschetscherow. Die Forscher hatten sich freiwillig zum Einsatz gemeldet, aus wissenschaftlichem Interesse. Es war im Juni 1986, zwei Monate nach dem Unfall, als Konstantin Tschetscherow nach Tschernobyl kam. Ich sollte die Wärmestrahlung untersuchen mit einem amerikanischen Spezialgerät. Es war ein Infrarot-Fernthermoscanner. Mit dem Hubschrauber sollte ich über den Reaktor fliegen und seine Temperatur messen. Das war meine Aufgabe, deshalb kam ich nach Tschernobyl. Aber von oben konnte ich nichts Interessantes entdecken. Die Reaktorruine hatte nur 24 Grad Celsius. Und das an einem heißen Sommertag, mit 35 Grad im Schatten in der Umgebung. Wir sind auch nachts geflogen. Das Gebäude kühlte dann ab auf 14 bis 15 Grad. Nur der offene Reaktorkern, der behielt seine 24 Grad. Die sowjetischen Experten befürchteten eine erneute Kettenreaktion in dem zerstörten Reaktorkern. Deshalb war die Überraschung groß, als man bei den Messungen vom Hubschrauber aus eine völlig unverdächtige Temperatur feststellte. Nachdem Tschetscherow auf diese Weise keine heißen Zonen finden konnte, beschloss er, am Boden weiterzusuchen. Das Risiko einer massiven Verstrahlung war zwar enorm, aber er nahm es mit seinen Kollegen kaltblütig in Kauf. Schwer beladen mit Hightech-Messinstrumenten forschten Tschetscherow und seine Leute nun direkt in der Reaktorruine weiter nach Wärmenestern. Eins kann ich sagen, irgendwelche heißen Punkte haben wir nicht gefunden. Die lagen vielleicht woanders. Aber wo sollten wir denn noch suchen? Jedenfalls hatte ich eine neue Aufgabe. Ich untersuchte den Reaktorblock und ermittelte die radioaktive Strahlung in der Ruine. So verging der Sommer. Helfer wurden abgelöst und neue kamen. 2 Jahre später schickte das Kurtschatow-Institut ein Forschungsteam nach Tschernobyl. Danach kamen die Arbeiten systematischer voran und auch gezielter. Allerdings, echte Vorstellungen vom Unglückshergang fehlten immer noch, fast vollständig. Aber die Forscher gaben nicht auf. Sie wollten einfach herausfinden, wie die Katastrophe passiert war. So trauten sich Tschetscherow und seine Leute endlich sogar in das Herz des zerstörten Reaktors. Wir sind in den Reaktorschacht geklettert und weitergekrochen, in den ehemaligen Kontrollraum über dem Reaktor, sogar in die Räume unter dem Reaktor. Fotos und Videos haben wir gemacht, hunderte von Proben genommen und, ich möchte sagen, tausende von Messungen durchgeführt. Erst danach haben wir langsam geahnt, was mit dem Block 4 tatsächlich passiert ist. Und plötzlich wurde uns klar, die offiziellen Erklärungen aus dem Jahr 1986 passten überhaupt nicht mit dem zusammen, was wir vor uns sahen. Der Unfall von Tschernobyl stellte die neue Glasnost-Politik auf eine harte Probe. Generalsekretär Gorbatschow trat mit einer persönlichen Erklärung zu der Katastrophe vor die Öffentlichkeit. Doch gleichzeitig im Juli 1986 übergab der KGB hohen Politikern und Beamten eine geheime Liste mit eindeutigen Anweisungen. Diese Liste war wirklich auf eine merkwürdige Art entstanden. Ganz einfach beim Geheimdienst, beim KGB. Das war ungewöhnlich. Eine politische Entscheidung. Die Liste kam heraus und alle Leitungskader mussten sich daran halten. Punkt 1 der Liste: Alle Informationen, die die wahren Ursachen der Reaktorkatastrophe enthüllen, sind streng geheim.
Also waren doch alle offiziellen Verlautbarungen unwahr, weil sie ja nicht geheim waren. Sehr merkwürdig. Ende August 1986 nahm eine sowjetische Delegation an einer Konferenz in Wien teil. Unter der Leitung von Valeri Legasow wurde dem Plenum aus internationalen Experten und der Weltöffentlichkeit die offizielle Version des Unfalls von Tschernobyl präsentiert. Man muss schon sagen, die internationalen Experten nahmen die Angaben der sowjetischen Delegation sehr geduldig auf. Es wurde niemand gedemütigt, es wurde kein Druck gemacht. Man hatte den Eindruck, dass die Sowjetunion ungewöhnlich offen über den Reaktorunfall berichtete. Entsprechend der offiziellen Erklärung wurde der nächtliche Reaktorunfall durch menschliches Versagen verursacht. Durch einen unverantwortlichen Versuch, der klären sollte, was bei einem plötzlichen Stopp der Turbine zu tun sei. Als man zum Notschalter griff, war es schon zu spät. Um 1.23 Uhr und 59 Sekunden sprengte eine gewaltige Explosion das Dach der Reaktorhalle weg. Glühende Graphittrümmer hagelten auf die angrenzenden Gebäude. Und eine Wolke radioaktiver Teilchen stieg Kilometer hoch in den Nachthimmel. Die Mitarbeiter jener Nachtschicht wurden als Verbrecher vorgeführt und zu langen Haftstrafen verurteilt. Die sowjetischen Behörden gaben ihnen die ganze Schuld an der Katastrophe. Die internationale Presse hatte keinen Zugang. Für eigene Recherchen der Journalisten gab es keine Chancen. Und so erschien die Weltpresse ausschließlich mit der amtlich verlautbarten Version des Reaktorunfalls. Der Großeinsatz der sowjetischen Stellen wurde im In- und Ausland mit Interesse verfolgt. Aus den sogenannten sozialistischen Bruderstaaten kamen Fahrzeuge zur Unterstützung. Helfer aus der ehemaligen DDR sollten später an Krebs erkranken, nur durch das Säubern der kontaminierten LKWs. Sie kämpfen noch heute um ihre Renten. Bei dem Großeinsatz wurde der geborstene Reaktor mit einer massiven Kiste aus Beton umbaut, nur zur Sicherheit. Doch Tschetscherow und seine Leute fanden klaffende Lücken in diesem sogenannten Sarkophag. Keine Spur von einer hermetischen Versiegelung der Ruine. Es wurde offenbar auch viel weniger Beton verbaut, als offiziell behauptet. Tschetscherow glaubt heute nicht mehr, dass man die Ruine jemals ernsthaft hatte versiegeln wollen. Wir haben einen Journalisten eingeladen, von der wichtigen ukrainischen Zeitung Pravda Ukraini, die viel über Tschernobyl berichtet hat. Wir haben ihn ins Innere des Sarkophags mitgenommen, unter das Dach. Da fliegen Vögel herum, es ist taghell. Wir fragten den Journalisten, warum er nicht schreiben will, wie es hier wirklich aussieht. Er antwortete, man soll die Bevölkerung nicht beunruhigen. Vielleicht hatte er recht. Man hat die Leute schon oft genug beunruhigt. Wenigstens in dieser Sache sollte man einfach sagen, dass alles in Ordnung sei. Aber das war noch die alte Sowjetunion. Und die brach bald danach auseinander. Da war es mit der Ruhe der Bevölkerung vorbei, weil ja in Wirklichkeit überall Risiken drohten. Schließlich muss man die Leute auch mit den gefährlichen Risiken einschüchtern. Und so kommt man an Geld für mehr Sicherheit. 1992 schrieb die ukrainische Wissenschaftsakademie einen Wettbewerb für internationale Experten aus. Sie sollten Vorschläge zur Dauerlösung des Tschernobyl-Problems einreichen. Daraufhin formierte sich ein Team aus französischen, britischen und deutschen Experten, die sogenannte Allianzgruppe. Das Team untersuchte, wie man den bestehenden Sarkophag in eine zweite und tatsächlich dichte Konstruktion einkapseln könnte. Finanziert wurde die Studie durch die Europäische Gemeinschaft. Der Bericht der Allianzgruppe wurde 1995 fertiggestellt. Er enthält angeblich mehr Material, als jemals zuvor gesammelt wurde. Einiges deutet aber darauf hin, dass der Bericht doch mehr auf die offiziellen Zahlen der Behörden baut, als auf eigene Recherchen. So wird geschätzt, dass noch mehrere hunderttausend Kubikmeter radioaktives Material im Reaktor liegen. Davon allein 40.000 Kubikmeter hoch radioaktiver Abfall, vermischt mit 200 Tonnen nuklearem Brennstoff. Doch würde das zutreffen, dann müsste der Sarkophag bis zum Rand mit radioaktivem Material gefüllt sein. Und Tschetscherow und seine Leute könnten wohl kaum da unten herumklettern. Jedenfalls niemals ohne aufwendigen Spezialschutz.
Sie würden mit Sicherheit auf der Stelle schwerste Strahlenschäden davontragen. Also, das heißt, ein Großteil der üblichen Vorstellungen über Tschernobyl hat mit der Wirklichkeit nicht viel zu tun. Die Leute, die in Tschernobyl arbeiten, die kennen natürlich die Wahrheit. Aber sie belächeln die Aufklärungsbemühungen und behalten die Wahrheit für sich. Schließlich verkündet die Allianzgruppe ihre Ergebnisse. Erstens, der bestehende Sarkophag ist instabil. Erdbeben oder andere Naturkatastrophen können ihn leicht zum Einsturz bringen. Zweitens, auch der angrenzende Block B ist nicht stabil. Auch er kann bei einem Erdbeben einstürzen. Drittens, mit dem Bau einer stabilen neuen Betonhülle sollte sofort begonnen werden. Denn die Furcht vor Erdstößen hier ist realistischer, als viele denken. Wir arbeiten eng mit der Allianzgruppe zusammen. Wir haben alle Daten herausgegeben, auch die Messdaten aus den Gebäuden und den seismischen Bericht. Der Bericht wurde extra ins Englische übersetzt. Er liegt der Allianz vor und jetzt auch der Nachfolgerin der Allianz, der Projektleitung Molitor. Der Bericht enthält alle Informationen über mögliche Erdbeben in der Gegend von Tschernobyl. Und er ist wissenschaftlich einwandfrei. Danach ist das Atomkraftwerk ausgerechnet dort gebaut worden, wo sich zwei riesige Bruchlinien treffen. Man könnte sagen, zwei Bruchlinien planetarischen Ausmaßes. Der südliche Pripyat-Bruch und die sogenannten Teterow-Linien. Tektonische Bruchlinien mit ihren gewaltigen Spannungskräften entstehen dort, wo große Platten der Erdkruste im Untergrund aneinander entlangschrammen. Wenn die Spannung zwischen den Blöcken stärker wird als die Kräfte, die die Platten zusammenhalten, bewegen sie sich ruckartig. Die Erde bebt. Schon lange vor der Tschernobyl-Katastrophe hat man sich immer wieder gefragt, wo risikoreiche Unternehmen zu platzieren sind. Sollte man atomare und chemische Anlagen in die Nähe von geologischen Bruchlinien bauen? Besser nicht. Aber Bauvorschriften zu dieser Frage existieren nicht. Und wenn es keine Vorschriften gibt, dann kann auch niemand gegen Vorschriften verstoßen. Die Bauleute wussten ganz einfach nicht, welchen Abstand von Erdbebenzonen der Betrieb einzuhalten hatte. Doch Tschernobyl ist beileibe nicht das einzige Atomkraftwerk, das einer Zeitbombe gleicht, weil es geologisch falsch platziert wurde. Denn sämtliche Reaktoren wurden damals vor allem unter militärischen und strategischen Aspekten über das Land verteilt. Das gilt auch für das litauische Ignalina, das größte Atomkraftwerk der Welt. Für die geologischen Verhältnisse dort interessierte sich niemand. Der Reaktor von Ignalina entspricht dem Typ von Tschernobyl. Internationale Experten beurteilen diese Bauart als besonders instabil. Außerdem fehlt eine ausreichende Reaktorhülle. Bei einem Unfall würden radioaktive Wolken ungehindert austreten und sich über ganz Europa verteilen können. Die Beschaffenheit der Erdkruste hier vor Ort wurde in den ersten Bauplänen nur sehr simpel behandelt. Oder, um ehrlich zu sein, um die tektonischen Grundlagen hat sich niemand gekümmert, obwohl es Anzeichen für eine Bruchlinie gab. Vereinzelte Probebohrungen, das war alles. Und auch später keine speziellen Untersuchungen. Nach dem Unglück in Tschernobyl haben russische und litauische Experten den Untergrund unter dem Atomkraftwerk Ignalina genauer unter die Lupe genommen. In ihrem Bericht von 1989 skizzierten sie alarmierende geologische Verhältnisse. Aber die Verantwortlichen ignorierten die Warnungen der Geologen. Wir kartieren den Untergrund von Ignalina schon seit vielen Jahren. Kürzlich haben wir die Ergebnisse einer ganzen Reihe von Forschungsarbeiten zusammengefasst. Dabei fanden wir eine große Anzahl von Bruchlinien in der Erdkruste. Diese Brüche reichen verschieden tief in die Erde, von 10 Metern bis zu mehreren hundert Metern.
Verschiebungen innerhalb der Erdkruste können gut und gern vorübergehende Erschütterungen erzeugen. Und die können so großen Kraftwerken durchaus gefährlich werden. Wir haben unser Wissen über die Bruchlinien in der Erdkruste einmal mit unseren Aufzeichnungen über Erdbeben verglichen. Was dabei herauskam, die unterirdischen Verschiebungen und damit die Erdbeben folgen den geologischen Bruchlinien. Die Epizentren der Beben liegen auf den Bruchlinien oder direkt daneben. Das größte und stärkste Erdbeben in dieser Gegend hatte eine Stärke von 7 auf einer Skala bis 12. Und das ist noch gar nicht so lange her. Es passierte 1908. Sein Epizentrum lag ganz in der Nähe des heutigen Atomkraftwerks Ignalina, etwas nördlich davon. Gerade mal 30 Kilometer entfernt in der Gegend des lettischen Dünaburg. Geologisch ist das schon hochinteressant. Der Atommeiler steht direkt am brisanten Treffpunkt von 3 ziemlich gewaltigen Schollen der Erdkruste. Genauer gesagt, die baltische Mulde aus dem Westen trifft hier auf den masurisch-belorussischen Sattel aus dem Osten und den lettischen Sattel aus dem Norden. Wo 3 so riesige Stücke der Erdkruste zusammentreffen, da bilden sie einen natürlichen Gefahrenherd. Das ist so wie mit der Stelle, an der ein Knochenbruch verheilt. Was bleibt, ist das Risiko eines erneuten Bruches, wenn die Erdkruste sich verschiebt. Könnte es also in Tschernobyl ein solches Beben gegeben haben? Was sagen die Augenzeugenberichte dazu? Als der Unfall passierte, wurden natürlich alle Mitarbeiter der Nachtschicht irgendwie in das Geschehen verwickelt. Egal, ob sie im Kontrollraum Dienst hatten oder in der Turbinenhalle, alle haben berichtet, dass sie es irgendwie gespürt haben, als der Unfall sich ankündigte. Die meisten erinnern sich an ein dumpfes Grollen. Damit fing alles an. Ein Geräusch mit einer tiefen Frequenz. Und der Fußboden bebte. Die Wände schwankten, Putz rieselte von der Decke herunter. Alle erinnern sich daran. Die Erde schien sich unter ihnen aufzutun. Einige sagten sogar, es sei ihnen vorgekommen wie ein Erdbeben. Ein Dokument aus Kiew enthält 20 Augenzeugenberichte. Berichte von Kraftwerksbeschäftigten, die in jener Nacht Dienst hatten. Sie sagten aus, die Erde bebte, bevor die Katastrophe losbrach. Doch diesen interessanten Aussagen wurde niemals irgendeine Beachtung geschenkt. Ich hörte ein Donnern. Eine Platte fiel von der Decke. Säulen wankten. Der Fußboden bebte. Das Licht ging aus. Die Notbeleuchtung sprang an. Nach 30 bis 40 Sekunden hörten wir schrille Geräusche über uns aus der Richtung des Korridors. In der Nähe der Maschine 7 in Reihe B brach das Dach ein. Erst fiel eine Platte, dann eine Platte nach der anderen. Dann erlosch das Licht. Und после этих качаний, шатаний, ударов, толчков. Erst das Beben, die Stöße und Erschütterungen, dann geht das Licht aus. Als das Licht wieder angeht, wird entschieden, den Reaktor abzuschalten. Genau so war es. Zuerst die Stöße und Schläge und danach die Entscheidung, den Reaktor abzustellen. Das ist der entscheidende Punkt. Überall plötzlich Staubsäulen. Dann ging das Licht aus und gleich wieder an. Durch das Loch im Dach konnte ich so einen Schimmer sehen. Kein Feuer, etwas anderes. Die Wände im Kontrollraum fingen an zu beben. Auch die Decke und der Fußboden. Nach einigen Sekunden eine zweite Explosion. Etwas schwächer als die erste. Im merkwürdigen Licht, wie alles auseinanderflog. Ein bunter Schimmer, der nach oben schlug. Bis zu einer Höhe von 100 Metern.
Die Berichte der Augenzeugen und Tschetscherows Ergebnisse machen eines deutlich. Die Erklärung, die die sowjetischen Behörden 1986 veröffentlichten, war falsch. Immer wieder werden völlig überraschende Beobachtungen gemacht. So hatte man etwa gehofft, dass die Graphithülle und der Reaktorkern intakt geblieben seien. Aber nichts von dem. Da klaffte nur noch ein Loch. Man hatte vermutet, dass der ringförmige Bioschutzbehälter um den Reaktor zerstört oder jedenfalls stark beschädigt sei. Aber auch das war falsch. Er war fast heil, nur geringe Schäden. Auf einem großen Teil seiner Oberfläche, besonders an der Innenseite, war sogar die Farbe noch erhalten geblieben. Man hatte erwartet, dass eine Explosion im Reaktorschacht alles aufreißt, aber da war nichts aufgerissen. Dafür waren viele der Stützen zur Stabilisierung der Graphitkappe einfach abgeschmolzen und verbrannt. Und wenn man diese geschmolzenen Teile näher betrachtete, dann wurde klar, dass hier eine ganz eigentümliche Hitzeeinwirkung am Werk gewesen war. Wie von einem Schweißbrenner, der die Rohre durchgebrannt hatte. Ja, die Rohre sehen so aus, als ob sie irgendein Schweißgerät oder einen Plasmabrenner abgeschnitten hätte. Der Geophysiker Tschatajew, der ja die entscheidenden Dokumente besessen haben soll, hörte von der Sammlung der Augenzeugenberichte aus der Unglücksnacht. Er wollte einen Artikel schreiben über den Unfall von Tschernobyl und dass dabei ein örtliches Erdbeben eine Rolle gespielt haben könnte. Aber der Artikel erschien nicht. Überhaupt nie. Tschatajew fühlte sich in Lebensgefahr. 1995 tauchte er dann ohne Vorwarnung unter. Er hat seinen Wohnort Naltschik plötzlich verlassen. Seine Wohnung verkauft, seine Arbeit gekündigt. Er ist einfach verschwunden. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Später wurde klar, Tschatajews Dokumente waren Aufzeichnungen von geheimen militärischen Horchposten. Und diese Aufzeichnungen gelangten schließlich doch noch in die Hände von kritischen Wissenschaftlern. In der Region des Kernkraftwerks Tschernobyl wurden im Jahre 1985 einige Erdbebenmessstationen eingerichtet. Zur Zeit des Unfalls gab es drei solche Stationen, 110 bis 170 Kilometer westlich des Kraftwerks. Diese Einrichtungen waren eigentlich gar nicht dafür ausgelegt, irgendwelche schwachen örtlichen Erdbeben zu registrieren. Sie zielten vielmehr auf weit entfernte Kernwaffenversuche. Dies hier ist die Kurve der seismografischen Messstation, die Tschernobyl am nächsten liegt. Die Messkurve der Station von Norinsk. An diesem Punkt des Seismogramms tritt die erste Längswelle auf. Und das hier ist eine Querwelle. Dass die Querwelle intensiver ausfällt, das kommt bei Erdbeben öfter vor. Das ist sogar ein starker Hinweis dafür, dass es sich hier tatsächlich um ein Erdbeben gehandelt hat, weil sich die sekundäre Querwelle hier viel intensiver darstellt als die schwächere primäre, die Längswelle. Aber die sowjetischen Behörden ließen diese Aufzeichnungen nicht gelten. Sie lehnten die Erdbebentheorie schlichtweg ab. Man habe das Atomkraftwerk von Tschernobyl in einer Gegend errichtet, die nach allgemeiner Kenntnis geologisch stabil sei. Die Gegner der Erdbebenversion behaupteten, dass es hier gar keine Beben geben könne, weil bei einer so alten geologischen Tafelstruktur wie in dieser Gegend Erdbeben ganz einfach nicht vorkommen. Aber die seismografische Messstation, die das erste Beben vor der Katastrophe registrierte, hat noch weitere Ereignisse aufgezeichnet, die ebenfalls als Erdstöße identifiziert werden konnten. Es gab also nach dem ersten Beben noch weitere Stöße. Und das heißt eindeutig, der Bereich ist seismisch aktiv, ein Erdbebengebiet.
Also jetzt darüber zu sprechen, mit welcher maximalen Stärke die Erde hier beben könnte und wie häufig, dafür ist es vielleicht zu früh. Aber dass es hier Erdbeben gibt, und zwar ziemlich oft, das ist keine Frage mehr, das ist nun eine Tatsache. Im Moskauer Institut für Geophysik sieht man die Dinge ebenso. Hier tauchten die Seismogramme von Tschatajew zuerst auf, nachdem er selber verschwunden war. Wir haben den Zeitpunkt des Erdstoßes, den die seismografische Station festgehalten hat, mit dem Zeitpunkt der Explosion verglichen, den die Internationale Atomenergieagentur in ihrem Bericht nennt. Dabei stellte sich heraus, dass der Erdstoß in der Gegend von Tschernobyl zuerst kam. Die Erde bebte also schon etwa 20 Sekunden vor der Explosion des Reaktors. 22 oder 23 Sekunden vergingen noch nach dem Erdstoß, erst dann ging der Reaktor in die Luft. Selbst ein schwaches natürliches Erdbeben kann schon fatale Schäden zur Folge haben, auch wenn der Kraftwerksblock zunächst noch unversehrt bleibt. Das Beben trifft die technischen Installationen des Blocks, besonders das Kühlsystem mit seinen 1600 empfindlichen Kühlrohren. Wenn auch nur 20 dieser Rohre bersten, dann gilt das nach den Betriebsvorschriften schon als schwerer Unfall. Und wenn dann noch mehr Rohre platzen, nicht nur 20, sondern 50 oder gar 100, dann bricht natürlich das ganze System zusammen. Die seismologische Station hat tatsächlich nur ein schwaches örtliches Beben registriert. Berechnungen ergeben aber, dass sein Epizentrum direkt neben dem Kraftwerk gelegen haben muss. Nach den Aufzeichnungen war es tatsächlich ein ziemlich schwaches Beben, etwa von der Stärke 2,5. Aber es sieht so aus, dass unter dem Kraftwerksblock eine Bruchlinie in der Erdkruste verläuft, entweder direkt darunter oder in unmittelbarer Nachbarschaft. Ein Bruch im kristallinen Grundgebirge in einer Tiefe von nur 450 Metern. Wenn diese Hypothese richtig ist, dann könnte die Wirkung des schwachen Bebens stark genug gewesen sein, insbesondere die Wirkung auf die technischen Installationen des Reaktorblocks. Schwache Erdstöße aus Gebirgsformationen in geringer Tiefe können dann die Wirkung eines Erdbebens der Stärke 7 bis 8 erreichen. Die Forscher des Moskauer Geophysikalischen Instituts haben den Ablauf des Unfalls noch einmal rekonstruiert. Aus den seismografischen Daten, aus den Logbüchern des Kraftwerks und aus den Berichten der Augenzeugen. Sie ermitteln ein völlig neues Bild der Katastrophe. Es ist Mitternacht. Etwa 1,5 Stunden vor dem Unfall hören Fischer dumpfes Rumoren. 1.10 Uhr. Eine höchst seltsame Erscheinung bei einem Wachtposten am Eingang zur zentralen Halle. Genau darunter soll das Epizentrum des sich anbahnenden Erdbebens gelegen haben. 1.21 Uhr. Der Leiter der Computerzentrale sieht bei seinem Rundgang einen bläulichen Lichtschimmer in der Zentralhalle. 1.23 Uhr und 35 Sekunden. Das Erdbeben beginnt. Ein großes Krachen und Block 4 erzittert. 1.23 Uhr und 40 Sekunden. Der zuständige Mitarbeiter bemerkt das Beben und drückt den Notschalter. Die Vibrationen nehmen zu. Der erste kräftige Stoß. Senkrechte Stützen taumeln hin und her. Deckenplatten fallen herunter. Wieder der Lichtschimmer. In der Maschinenhalle bersten Fenster. Ein heftiger Erdstoß und der Reaktor explodiert. 17 Minuten später registriert ein Kollege im Kontrollraum eine weitere Explosion. Das Erdbeben ist vorüber. Der Seismograph hat die zweite Explosion nicht registriert. Das Bild der Zerstörungen in den oberen Räumen machte uns nachdenklich. Da oben mussten irgendwelche Druckwellen gewütet haben. Vielleicht wurden sie dort sogar ausgelöst. Es gab dort oben eine ganze Menge Ungereimtheiten für uns, deren Ursachen wir uns zunächst nicht erklären konnten. Eine gewaltige Explosion im Reaktor hätte sicher alles zerstört.
Hier aber blieben manche Räume unversehrt. Das erschien doch sehr merkwürdig. Dagegen war die Wirkung der Erdstöße unübersehbar. An mehreren Stellen hatten sich große Stahlbetonplatten gelöst. Und dann die dicken Metallrohre im oberen Bereich, völlig verbogen. Ein Hinweis auf massive horizontale Scherkräfte. Schließlich wurde eine gemeinsame ukrainisch-russische Kommission eingesetzt. In ihrem Bericht vom März 1996 kommt sie zu dem Ergebnis, dass es in der Nacht von Tschernobyl tatsächlich ein örtliches Beben gab, knapp 20 Sekunden vor dem Unfall. Der Bericht ist veröffentlicht, aber nichts passiert. Kritiker mäkeln lieber an der Qualität der Daten herum, zum Beispiel an den Uhren im Kraftwerk. Aber Felix Abdekajew meint, die waren in Ordnung. Das Kernkraftwerk besitzt ein Kontrollsystem für die gesamte Technik der im Kraftwerk ablaufenden Prozesse. Dazu gehört auch eine Quarzuhr, die übrigens zuletzt um Mitternacht kontrolliert und justiert wurde, also 1,5 Stunden vor dem Unfall. Diese Quarzuhr ist sehr präzise, sodass unsere Daten über den zeitlichen Ablauf sehr verlässlich sind. Der Erdstoß ereignete sich demnach eindeutig vor dem Versuch, den Reaktor abzuschalten und auch vor der Explosion. Dieser Ablauf der Ereignisse ist einer der stärksten Hinweise dafür, dass hier tatsächlich ein Erdbeben die entscheidende Rolle gespielt haben könnte. Aber es gibt einen Stolperstein. Nach der Version Tschetscherows müsste sich die Lage im Reaktor in 15 bis 20 Sekunden so weit zuspitzen, dass es zur Explosion kommt. Stimmt diese Version oder ist sie falsch? Block 4 bietet doch folgendes Bild. Das geschmolzene Metall ist über den Fußboden geflossen, stieß an ein Hindernis, schnellte hoch und erstarrte traubenförmig. Das kann man heute noch sehen. Und natürlich haben wir es gefilmt. Man kann abschätzen, dass das geschmolzene Metall mit einer Geschwindigkeit von etwa 5 Meter pro Sekunde geflossen ist. Also nicht langsam oder zähflüssig, 5 Meter pro Sekunde, das ist sehr schnell. Dabei hat die Metallschmelze aus dem Reaktor maximal 50 Meter zurückgelegt. Das Metall ist also etwa 10 Sekunden lang geflossen. Dann erstarrte es. Und zwar oft in senkrechter Stellung, also während es herunterströmte. Da war also nicht einmal genug Zeit, um auf den Boden zu fließen und dort zu erstarren. Dazu kommt die Tatsache, dass Menschen im zerstörten Reaktor herumgeklettert sind. Man dachte natürlich, dass dort die Strahlungsintensität gewaltig sein müsse, weil ja das radioaktive Material aus dem Reaktorkern dorthin geflossen sei. Nun stellte sich heraus, dass dort die Strahlung in Wirklichkeit gar nicht so stark ist. Natürlich hatten die Leute für die Expedition in die Reaktorruine Schutzanzüge angezogen. Aber trotzdem überrascht es doch sehr, dass keiner von ihnen gestorben ist. Anscheinend nicht einmal jemand ernsthaft erkrankt ist. Das ist schon interessant. Offenbar hat vom radioaktiven Material aus dem Reaktor kaum etwas den Weg ins Gebäude gefunden. Nicht einmal im freien Fall nach unten. Es ging einfach alles viel zu schnell. Auf der KGB-Liste ist unter Punkt 10 zu lesen, Informationen über den Reaktorkern, die verraten könnten, dass gefährliche Mengen von Radioaktivität in die Umwelt entwichen sind, müssen geheim gehalten werden. Für die ehemalige Sowjetunion mag der KGB-Auftrag funktioniert haben. Aber die Messwerte rund um den Globus sprechen eine deutliche Sprache. Danach hat der Reaktor viel mehr radioaktives Material in die Atmosphäre geschleudert, als die Behörden angeben. Offiziell sind nur 4% der Reaktorfüllung entwichen und 96% lagern noch in der Ruine. Tatsächlich ist es wohl umgekehrt. Fast alles flog heraus und der Reaktor ist fast leer. Nur deshalb können Menschen hineinklettern, ohne zu sterben. Und das ist vielleicht das Wichtigste. Die neue Version über den wahren Grund der Katastrophe von Tschernobyl wird von der Seismologie bestens gestützt.
Nach dieser Version ging der Explosion des Reaktors ein Erdbeben voraus. Der ganze Ablauf der Katastrophe, die registrierte Aktivität in der Erdkruste sowie alle weiteren bekannt gewordenen Faktoren, alle spricht dafür, dass die Gefährdung durch Erdbeben viel weiter verbreitet sein könnte, als man das bisher dachte. Und deshalb stellt sich nun eine geradezu lebenswichtige Aufgabe. Bei buchstäblich allen Atomkraftwerken auf dem Globus ist die geologische Situation zu überprüfen, ist nach dem Erdbebenrisiko zu fahnden. Denn schließlich existiert ja eine fatale Gesetzmäßigkeit, weil jedes Atomkraftwerk eine Menge Wasser für seine Kühlung braucht. Es muss daher zum Beispiel irgendwo in der Nähe eines Flusses errichtet werden. Und Flüsse bevorzugen nun einmal geologische Bruchlinien. So führt die technisch einfache Lösung des Kühlwasserproblems fast automatisch dazu, dass Kraftwerke direkt neben geologische Bruchlinien gesetzt werden. Das ist eine gesicherte Tatsache. Russische Geologen können heute nicht weniger als 8 falsch platzierte Atomkraftwerke aus der ehemaligen Sowjetunion benennen. Tschernobyl, Rovno, Kalinin, Beloyarsk, Kursk, Sosnovybor, Saporoschsk und vor allem Ignalina, das größte und vielleicht gefährlichste von allen. Wenn der wahre Grund von Tschernobyl tatsächlich ein Erdbeben war, dann könnte das ernsthafte Konsequenzen haben. Nicht nur für die Anlagen in Osteuropa, die sowieso als unsicher gelten, sondern für viele Atomkraftwerke auf der ganzen Welt. Nun, irgendwelche Interessen hat natürlich jeder. Und letztlich geht es immer ums Geld und nicht etwa um Philosophie. Auf jeden Fall gibt es hier kein Interesse an der Wahrheit. Überhaupt keins. Weil, ja, was sollte man denn mit dieser Wahrheit anfangen? Und wir werden nie erfahren, ob dieser Mann die Wahrheit kannte, als er die offizielle Erklärung zu Tschernobyl vor der Weltpresse abgab. 1988, fast genau 2 Jahre nach der Katastrophe, beging Valerij Legasov Selbstmord. Es geht ganz einfach darum, an welchem Ort bebt die Erde das nächste Mal? Und wann? Und mit welcher Stärke auf der Richterskala? Die Wahrscheinlichkeit für das nächste Erdbeben ist größer als null, so viel ist sicher. Also sollte jeder Staat, dem das Leben seiner Bürger etwas wert ist, entsprechende Untersuchungen in Auftrag geben. Werner, Tschernobyl, also wir hatten ja im Vorfeld mehrere Recherchen gemacht und du bist dann weitergegangen und bist im Bereich der Hochfrequenztechnologien gelandet und hast dementsprechend auch eine Fährte nach Tschernobyl gefunden. Also der Reaktorunfall, wie man gesagt hat, da steckt also wesentlich mehr hinter. Werner, in diesem Zusammenhang, wenn man von Hochfrequenztechnologien spricht, was ist das? Ja, wir kennen es im Haushalt ja, Mikrowellenherd, Handys. Jede Kommunikation im Prinzip, die drahtlos vollzogen wird, ist ja erstmal eine hochfrequente Wellenstrahlung. Der Ton zum Beispiel, den wir im Radio hören, ist ja aufmoduliert, das heißt, der reitet auf einer Hochfrequenzwelle. Das alles ist Hochfrequenz und wer heute also ein digitales Telefon benutzt, hat dann eben gepulste Wellen, das heißt, das sind scharfkantige Wellen, denen dann also die Information aufgeprägt wird, was also eine bessere Information und eine höhere Qualität ergibt. Diese Dinge gibt es aber auch in ganz anderen Bereichen. Und also um jetzt mal auf Tschernobyl zu kommen, gibt es ja sogenannte Skalarwaffen. Es gibt Skalarwellen generell. Vielleicht mache ich da mal einen Abriss, wie das Ganze angefangen hat. Und zwar, wie die Deutschen besiegt wurden von den Alliierten, haben die russischen Streitkräfte deutsche Militärtechniker mitgenommen, die damals schon 2 Strahlradar entwickelt hatten. Diese Technik wurde dann in der UdSSR weiterentwickelt
Und die haben also verschiedenste Experimente dann damit gemacht. Man kann diese Wellen nutzen, um über Antennen Signale abzusenden, um also A, damit Wetterbeeinflussungen zu betreiben. Man kann dadurch Erdbeben erzeugen. Man kann aber auch das mentale Verhalten von Menschen großflächig oder kleinflächig, je nachdem, wie die Antennen eingesetzt werden, beeinflussen. Wenn ich das kurz unterbrechen darf, also diese sind ja bekannt geworden unter vielen Leuten jetzt im Moment unter dem Begriff HAARP. Ja. Durch diese Bücher von Nick Begich und Gene Manning, Angels Don't Play This HAARP, wo jetzt inzwischen weitere Recherchen ja auch vorliegen. Mhm. Aber das hat ja schon wesentlich früher angefangen. Ja, deswegen fing ich immer im Zweiten Weltkrieg an. Und die Russen haben also mit diesem System dann verdeckt gearbeitet. Die Amerikaner haben also zu Anfang da gar nichts von gemerkt, mit was es da auf sich hat. Die haben nämlich ihre normalen Radarantennen dann quasi in einer Doppelfunktion genutzt für diese Skalarwellen und haben also großflächig dann Amerika schon angefangen zu bestrahlen. Das erste, wo also die Amerikaner dahinter kamen, was irgendwas nicht ganz geheuer zuging, war also die Bestrahlung der amerikanischen Botschaft in Russland, wo die Leute punktuell dann quasi auch damit bearbeitet haben. Ja. Das sind im Prinzip alles ähnliche Wellen, aber eben verschiedene Stärke. Also ich nehme das jetzt mal raus, also dieser menschenbeeinflussende Teil. Den fiel auf, also den Amerikanern, dass dann, wenn die zu Verhandlungen gingen, die Leute also ziemlich desorientiert waren, teilweise auch müde. Einmal ist es sogar vorgekommen, dass die Russen also den Strahlungspegel so hoch gedreht haben, dass also dann einem der Diplomaten da also dann Blut aus der Nase und in den Ohren lief. Ja, wann war das, Werner? Das ist schon in den 60er Jahren passiert. Ja. Und daraufhin hat Amerika dann auch interveniert und gesagt, also da ist irgendwas, lass das sein. Die haben es aber nicht sein gelassen. Auch um zu testen, ob die Amerikaner überhaupt auch auf diesem Gebiet forschen, was sie zu der Zeit noch nicht so taten. Weil wenn sie dann entsprechend stark schon geforscht hätten, hätten sie auch ein Gegenmittel gefunden dafür. Abschirmung oder Gegenwellen oder mögliche Dinge. So, der Thomas Burden, also Leutnant-Colonel der amerikanischen Streitkräfte, hat also sehr früh gewarnt. Das ist also ein Skalarspezialist, der selbst auch Bücher geschrieben hat, auch Internetseiten kann man da nachlesen, der selbst Patente auch hält zu Skalartechnologie. Also auch freie Energie, das Schlagwort spielt mit in diesen Bereich herein, worauf wir aber heute ja nicht näher eingehen. Also das ist ein hoher Spezialist, der also auch der sehr früh darauf hingewiesen hat, dass da gewaltige Gefahren am Gange sind und dass eben diese Waffen schon sehr früh eingesetzt wurden. Die haben also angefangen in den 70er Jahren, dann beim 200-jährigen Unabhängigkeitstag der Amerikaner auch noch, witzigerweise, das sogenannte Woodpecker-System in Kraft zu setzen. Woodpecker, also zu Deutsch Specht, wurde es deswegen genannt, weil die Amateurfunker dann Störsignale registrierten, die sich so anhörten, wie also ein Specht auf dem Baum herumklopft. Also so in der Art brrrt. Und dann wieder eine Pause und dann wieder brrrt, also und deswegen Spechtsignal. Mit diesem Spechtsignal haben sie dann eben schon über Amerika weite Zonen versucht zu beeinflussen, was ihnen auch gelungen ist. Es wurde von Amateurfunkern wurde das auch festgestellt. Richtig, die haben also diesen Namen quasi dem System gegeben, ne? Also eben Skalarsystem. Das wurde also dann weiter verfeinert von UdSSR-Seite und die haben dann immer größere Anlagen gebaut. Die hatten bei Moskau auch schon mal eine Anlage und später, wie also die Tschernobyl-Reaktoren da entstanden, wurden also neben Tschernobyl dann erstmal 7 Anlagen installiert, die also dann diese starken Signale schon aussendeten. Und wohlgemerkt, man kann also Wetterbeeinflussungen damit machen, man kann Erdbeben erzeugen, man kann eine ganze Menge mentaler Änderungen des Gemütszustandes herbeiführen. Was ist jetzt bei Tschernobyl passiert? Das ist nicht von mir, sondern das habe ich Informationen von verschiedenen Seiten bekommen, die wir auch versucht haben zu verifizieren über russische Quellen. Und die haben das bestätigt. Es ist also so gewesen, dass also mal wieder ein Versuch gestartet wurde, um Erdbeben im Bereich von Los Angeles und einer weiteren Stadt in den USA anzuregen. Und das haben die Amerikaner, die waren dazu mal aber dann schon so weit, dass sie gemerkt haben, was da vor sich geht. Und haben dann mit irgendeiner Technik dagegen gehalten. Also sie sagen, mit Hilfe eines befreundeten Staates, was vermutlich Israel war, weil die auch sehr weit sind in solchen Techniken. Und dann ist es dazu gekommen, dass es also zu einem Rücküberschlag kam. Man muss sich das so vorstellen, also wir zeigen ja nachher nochmal im Film ein paar kleine Skizzen,
dass wenn diese Welle abgestrahlt wird, eine Rückreflexion stattfindet oder stattfinden kann und diese Energie, die an sich bestimmt ist, dann weit entfernt zu landen, dann zurückkommen kann, wie ein Bumerang. Dafür sind bei diesen Anlagen also Sicherungselemente schon eingebaut gewesen, weil die auch mit sowas gerechnet haben. Aber es hat eben da einen Rückschlag gegeben, der also nicht hundertprozentig gut abgeleitet wurde. Und dieser Rückschlag ist dann quasi in die Erde gegangen und hat dazu geführt, dass es also einen großen Unfall in Tschernobyl an diesem Tage gab. Wo stand die Anlage? Direkt in Tschernobyl? Oder? Die Anlage steht selber ein Stück vor Tschernobyl. Ich bin also auf diese ganze Thematik gekommen durch einen Zeitungsbericht von Professor Lengfelder vom Otto-Hug-Strahlen-Institut in München, der öfter Fahrten macht, um den Leuten, den Betroffenen, Kranken und so weiter da hinten zu helfen. Nimmt auch oft Journalisten mit, um diese Thematik immer mal wieder in die Presse zu bekommen. Der macht das alles, soviel ich weiß, also auch größtenteils ehrenamtlich, also sehr honorabler Mensch. Arbeitet auch mit mit den internationalen Ärzten gegen den Atomkrieg zusammen. Und in diesem Zeitungsbericht wurde geschildert von einem der Journalisten, der mitgefahren war, dass sie, bevor sie Tschernobyl erreichten, sie plötzlich an einem riesigen Antennenfeld vorbeikamen. 100 bis 150 Meter hohe Antennen, 600 Meter lang, zwei Reihen, abseits der Straße. Und dann hat er gefragt, ja, was ist denn das? Ne? Gesagt, ja, halten Sie doch mal an, der Busfahrer wollte das dann gleich knipsen und alles. Aber also da, die wollten da nicht anhalten, also anscheinend aus bestimmten Geheimhaltungsgründen auch. Aber Herr Lengfelder hat dann eben gesagt zu den Journalisten, das ist das Gegenpendant zum Krieg der Sterne der Amerikaner, also zum sogenannten Star Wars Programm, um eben ja, mit Skalarwaffen zu arbeiten. Und es sollten, und das war auch seine Aussage in dem Artikel oder von dem Journalisten halt, es sollten weitere, also insgesamt 16 Reaktoren entstehen in Tschernobyl zum hauptsächlichen Energiebedarf dieser riesigen Antennenanlagen. Das ist natürlich ein Hammer, nicht? Also diese Sachen, weil das ja eben auch schon 20 Jahre her sind, ja. 21. Nicht? Und ja. Was ist da passiert dann? Wie ging das Ding weiter? Was gibt es da für Informationen, Werner? Man muss sich ein bisschen wundern über die öffentliche Darstellung. Es ist so, es gibt ja immer wieder bei den Tschernobyl-Tagen und im letzten Jahr verstärkt gab es ja sehr viele Filme zum 20-jährigen Trauertag quasi von Tschernobyl, wo immer wieder die alte Geschichte wiedergekäut wurde. Die hätten also da ein Experiment dergestalt gemacht, der Reaktor wurde heruntergefahren, ne? Und im Rahmen dieses Runterfahrens ja. gab es dann eben einen Stromausfall und demzufolge ist das Ganze dann geschehen. Dem widerspricht also ein Film, der damals, von den Dänen zusammen in Zusammenarbeit mit Arte gemacht wurde, der 98 ausgestrahlt wurde. Wo Wissenschaftler sagen, dass es, bevor also dieser Reaktor in die Luft ging, es also ein 20-sekündiges Erdbeben gab. Und vor diesem Erdbeben also eben auch Lichtblitze bläulicher Art. Die Rohre der Anlage waren wie durchgeschnitten mit einem Schneidbrenner, wie einem ja. elektrischen Schneidbrenner. Wir wissen ja aus anderer Thematik, dass also solche Waffensysteme ja auch existieren, wo man heute Autos mit durchschneiden kann und was weiß ich alles, was auch ein Kriegseinsatz ist. Aber das wird uns eben nicht erzählt. Das heißt, beide Staaten waren und sind bis heute anscheinend zu einem Übereinkommen gekommen, samt der internationalen Atomenergieaufsichtsbehörde, dieses, ich sag mal mit Verlaub, Märchen der Weltbevölkerung mitzuteilen. Weil wenn die uns und den ganzen Bevölkerungen, die ja mit ihren Steuergeldern für diese hübschen Systeme bezahlen, mitteilen, mit was für ungeheuerlichen Dingen die da spielen und welche ungeheuerlichen Gefahren das dann eben auch hat, wie man ja gesehen hat, würde, glaube ich, eine ziemliche Revolte losbrechen. Ja, wir wissen ja inzwischen, dass diese Sachen ja auch großflächig zur Wettermanipulation eingesetzt werden ja. und auch zum militärischen Missbrauch. Und das Richtig. Ist ja das, wo Nick Biggish also immer wieder ja. sehr, sehr eindeutig darauf hinweist und auch ja. warnt. Also man kann ja. mit diesen Sachen wohl auch Wunderdinge zaubern, aber das Richtig. In den richtigen Händen. Nicht? Genau. So ist es eben halt und im Moment ist ja. es also wirklich, dass da wirklich, also wenn man so sagen, sehr, sehr viel Schindluder mitgetrieben ja. wird und also wirklich im höchsten ja. Maße die Vernichtung ja. auch vorangetrieben Richtig. Wird. Nicht? Welche Informationen gibt es dann, was danach passiert ist in Tschernobyl? Also ich hab mal gehört und auch irgendwo nachrecherchiert, dass diese Anlage dann abgebaut worden ist und woanders wieder ja. aufgestellt wurde. Ja, also das konnte ich jetzt noch nicht, also jetzt aktenmäßig oder fotomäßig irgendwie nachverifizieren, aber es wird gesagt, dass also die Anlage eben abgebaut wurde anschließend und dann auf Kuba installiert worden sein soll.
wo sie angeblich dann auch, ja, ob sie jetzt in Betrieb ist, das kann man jetzt nicht hundertprozentig sagen. Also der Herr Burden, also dieser Leutnant-Kolonel, der ehemalige der USA, sagt, dass diese Dinge teilweise auch von der AUM-Sekte benutzt wurden. Was ist das, die AUM? Ja, das sind, das ist die Gruppe, die damals schon in Japan bekannt geworden ist durch, ich sag mal, angebliche Anschläge in der U-Bahn. Ja, ich sag deswegen angebliche, weil nicht alles, was uns als Terrorismus verkauft wird, unbedingt Terrorismus sein muss. Aber das, wie wir wissen inzwischen, ja. Das wurde aber so uns verkauft, muss man so sagen. Und die sollen sogar mit so einen Anlagen also geübt haben in Australien. Aber das hat jetzt nichts direkt damit zu tun. Ja, ja. Das ist der Informationsstand jetzt soweit dazu, zu dieser Anlage. Okay, Werner, das ist ja sehr eindrucksvoll, was du da an Informationen also offengelegt hast, würde ich mal sagen. Wie ist der heutige Stand? Also allgemein mit der Hochfrequenztechnologie. Was, da gibt es ja jetzt auch neue Informationen von Nick Begich. Ja. Der hat ja auf OZTV da ein sehr eindrucksvolles Interview geführt. Unter anderem hat er ein neues Buch auch gebracht, Human Mind Controlling, wo er ja explizit auf diese Thematik eingeht. Ja. Was hast du da an Informationen, Werner? Ja, also erstmal zu Nick Begich überhaupt. Also die ganzen Aktivitäten sind natürlich Militärs und Politikern und den Geheimdiensten nicht ganz verborgen geblieben. Das ist ganz klar. Und es hat also zum Beispiel 1998 schon also eine Anhörung stattgefunden in der EU mit dem Ziel, diese Dinge weltweit zu ächten, also verbieten zu lassen. Und dabei hat eben Nick Begich also einen Vortrag gehalten als Sachverständiger eben, weil der sich sehr früh mit dieser Thematik beschäftigt hat, weil er wohnt auch in der Nähe von Gakona, Alaska, wo die Amerikaner ihre Anlage stehen haben. Und in diesen Papieren der EU, die man sich auch bestellen kann, die sind abrufbar nach wie vor, wird eben gesagt, dass man eben zu dieser internationalen Vereinbarung kommen könnte, wegen dieser ganzen Gefahren. Also Wetterbeeinflussung sind da genannt, mentale Beeinflussung von Menschen sind genannt. Also die ganzen Dinge, die als Gefahren eben ja, über uns schweben, im wahrsten Sinne des Wortes. Oder durch uns hindurchgehen, durch die Straße. Die auch tatsächlich praktiziert werden, die wie man inzwischen weiß. Leider praktiziert werden, weil Amerika war nicht bereit, auch nur zu erscheinen zu der Anhörung oder zu den Gesprächen. Sie waren schlicht und ergreifend nicht interessiert. Ja. Wie viele Standorte gibt es inzwischen von Harp-Technologien? Es ist ja zahlreich, was da an Projekten auch ins Leben gerufen wurde. Ja. Und dann sind die Deutschen ja auch mit dran beteiligt. Ne? Also. Ja, das Problem ist, nennt man jetzt alles Harp-Technologien. Nicht? Also es gibt natürlich Großanlagen, also die Russen haben mehrere Anlagen dieser Güte stehen, die Amerikaner, die größte ist eben in Gakona, Alaska, was die größte der Welt sein soll, wo sie also mit mehreren Milliarden Watt die Stratosphäre bestrahlen. Wir sind ja auch noch gar nicht drauf eingegangen, also was da überhaupt stattfindet. Also was offiziell zugegeben wird, ist eine Verbesserung des Funkverkehrs. Ja. Früher hat man mit Langwellensendern gearbeitet. Manche Leute haben teilweise an der Küste auch diese riesen Antennenanlagen gesehen. Die sind inzwischen abgebaut worden, weil man heute eben diese Skalartechnik hat. Man kann also mit diesen Skalarwellen auch bis tief in die See rein Funk übertragen. Sie können also bis in die letzte Höhle, 100 oder 500 Meter in die Erde hinein, können Sie auch Funkverkehre übertragen, auch mit besserer Qualität als es früher. Sie können auch Gesteinsformationen feststellen. Genau. Sie können also quasi die Erde durchleuchten, wie mit einem riesen Röntgengerät im Prinzip. Das ist ja auch artverwandt, also Röntgentechnik ist ja ähnlich. Sie können feststellen, wo Erdöl liegt, welche Formationen überhaupt da sind, also alle möglichen, wo man erstmal sagen könnte, gut, das sind ja auch positive Anwendungen oder können positive Anwendungen sein. Wie bei jeder Erfindung, ja, der Wissenschaftler, der es entdeckt, nicht immer gleich an das Böse denkt, sondern vielleicht erstmal an die positiven Auswirkungen. Man kann ja sogar mit diesen Strahlen auch Menschen heilen, nicht? Also auch das wird ja unterdrückt, nicht? Das wäre das Positive, vielleicht haben wir nachher noch Zeit, da ein paar Takte drüber zu reden. Vorwiegend greift sich das Militär immer diese Dinge, hält sie der gesamten Bevölkerung vor und macht damit eher dunkle Dinge als positive. Ja, und die dunklen Dinge offenbaren sich ja. Man weiß ja inzwischen, dass da also bestimmte Strategien also direkt auch über diese Hochfrequenztechnologien durchgeführt werden, unter anderem auch mit im Zusammenhang eben mit militärischen Strategien, also auch Wetterbeeinflussung, auch mentale Beeinflussung, unter anderem wird ja auch Computersimulationen mit solchen Sachen forciert. Nicht? Also es gibt ja Mittel und Wege, wo man ja auch das Militär führen und leiten kann über diese Frequenztechnologie. Richtig, also das wäre jetzt ein weiterer Weg. Man kann mit diesen Strahlen, also erstmal zu Anfang ist es so, man bestrahlt die Ionosphäre,
mit diesen Wellen. Die Ionosphäre ist ja also eine leitende Schicht um die Erde herum. Funkverkehre werden also rund um die Erde per Kurzwelle, Mittelwelle und so weiter gar nicht möglich ohne diese Ionosphärenschicht. Man muss sich das so vorstellen, es wird also quasi ein Sendestrahl in die Ionosphäre gestrahlt und die reflektiert das wieder zurück. Und der Strahl läuft dann um die Erde herum, je nach Frequenz. Ja. Man kann aber auch Folgendes machen, und das ist das, was also schwerpunktmäßig auch aus den Patenten hervorgeht, die uns alle vorliegen. Man bestrahlt die Ionosphärenschicht so stark mit sehr hoher Energie, dass sich also eine Wölbung ergibt. Das heißt, durch die Aufheizung der Ionosphärenschicht wölbt die sich also wie eine Blase und kann dann mit anderen Strahlen wiederum in diese Blase hineinstrahlen und das wie eine Art Hohlspiegel verwenden, dass es also hin und wieder zurückgeht. Und über diese Techniken können Sie also dann sehr weit entfernte Punkte der Erde eben auch erreichen. Zum einen. Zum zweiten ist, glaube ich, vielleicht noch ganz wichtig, also mit wie viel Megawatt wird da rein, werden da per Impuls reingegeben und was kommt da raus an so einem Strahl, wenn der dosiert wird? Ja, also man muss, das ist ja, müssen wir ein bisschen vereinfachen. Also es ist so, man spricht ja dann von der sogenannten Antennenverstärkung. Ja. Man geht also mit einer bestimmten Leistung von eben Millionen Watt da rein und gibt über den Antennenverstärkungseffekt hat man dann also eine effektive Kurzwirkung, die wesentlich höher ist. Deswegen muss man also von effektiver und wirkender Strahlung dann sprechen. Ich habe jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf, aber es sind gigantische Leistungen. Man spricht von Megabyte und Gigabyte, die dann wieder Gigawatt, Watt, Gigawatt, die dann wieder zurückreflektiert werden. Ja, also man kann, es existieren Patente, die sagen, man kann dadurch auch Explosionen von nuklearen Ausmaßen herstellen. Also ohne Strahlung, wohlgemerkt. Das ist jetzt der Vorteil fürs Militär. Sie könnten rein theoretisch große Vernichtungen anrichten mit diesen Dingen und anschließend das Gelände wieder besetzen. Wenn Sie Atombomben bewerfen, können Sie das Gelände ja nicht gleich besetzen, weil alles verstrahlt ist. Ja. Ja? Ich meine, ob das nun humaner ist, ist eine ganz andere Frage. Aber diese Techniken existieren und diese Patente existieren. Ja? Und man kann also sicher sein, dass das auch zumindest angedacht wird, im Konfliktfall anzuwenden. Ja? Birgit spricht davon, also explizit auch, dass jetzt die Techniken auch vorhanden sind, um also auf die Hirnwellentätigkeit des Menschen also direkt einzugreifen. Und das nicht nur gezielt auf eine Gruppierung, sondern das auch flächendeckend. Mhm. Was hast du da für Informationen, Werner? Ja, das ist richtig. Also das wäre der weitere Bereich. Also ich wollte jetzt erstmal eigentlich bei diesen anderen Dingen bleiben und dann erst auf diese Gehirnwellen eingehen. Aber wenn du es gerade angesprochen hast, das kann ich es ja mal eben sagen. Also angefangen von diesen Versuchen früh eben mit den Botschaftsangehörigen, das waren ja eben die frühen Versuche in den 60er Jahren, hat man das natürlich sehr stark verfeinert. Man hat also in den USA dann also auch Dinge gemacht, man hat also Leuten dann eben solche Helme aufgesetzt, wo man also Gehirnströme und alle möglichen Sachen abruft und in den ersten Versuchen einfach das nur verstärkt und über große Antennenanlagen weitergesendet und dann eben getestet und gemessen, was passiert denn da so. Also man ist heute, kann davon ausgehen, dass man im militärischen Bereich 20 bis 25 Jahre weiter ist, als was sie uns im zivilen Bereich dann quasi sagen. Also viele Dinge, die heute als Anwendung da sind, also zum Beispiel Computervernetzung, Internet, haben früher dem CIA oder der NSA gedient als Geheimdienstvernetzung. Die CD-ROMs, die man heute kennt, waren früher Datenträger dieser Geheimorganisationen. Und das wurde nachher kommerzialisiert. Man hat sich gesagt, gut, wir können es ja auch dem Kommerz an die Hand geben und man kann auch damit Geld machen. Ja. Und es ist so, es gab früher Patente zum Beispiel über Hören ohne Ohren. Das heißt, das kann man natürlich auch nutzbringend anwenden für Gehörlose. Ist man soweit schon 1958 war das, glaube ich, ist das Patent her, dass man quasi Stimmen direkt in den Kopf übertragen kann. Das ist natürlich eine schöne Sache jetzt für Gehörlose. Man kann natürlich dadurch auch Leute verrückt machen. Ne? Die sind heute so weit, dass man, es lief also neulich im Fernsehen sogar ganz offiziell ein Film, wo sie also den Zukunftssoldaten fest vorstellten, der also, ich sag mal, fast maßmännchenartig aussah, also mit Vollintegralhelm und Vollschutzkleidung und so weiter, teilweise auch mit Kleidung, die halb unsichtbar machend wirkte. Und dieser Soldat sagte dann, ja, also die Kommunikation findet jetzt zukünftig so statt, dass die Stimme vom Kommando, von der Kommandozentrale uns direkt in den Kopf übertragen wird. Also das sind diese Dinge, die sind also heute auch in der Anwendung und werden da nicht mehr groß verschwiegen. Man kann natürlich auch, ich sag mal, ein Völkchen dadurch regierbarer machen. Ja?
indem man Leute ruhig stellt oder auch happy macht oder müde macht. Also zu Frau Thatchers Zeiten sollen also in England schon Arbeiterbezirke mit Mikrowellen bestrahlt worden sein, um die Leute ruhig zu stellen. Ja? Und in Deutschland sind ja Sachen bekannt geworden, wo man, ich glaube, zweimal über den Rundfunk sogenannte Happy-Wellen da ausgestrahlt hat. Ne? Das sind öfter schon bekannt. Also es gibt auch Diskotheken, ja, also wo das über bestimmte Zeiträume auch angemietet wurde, um die Leute, also da auch über Silvester zum Beispiel in einer Berliner Diskothek, um die zu stimulieren. Genau. Es gibt da verschiedene Anwendungsbereiche, liegen verschiedene Informationen vor. Ja. Was natürlich auch, was du uns jetzt berichtest, erklärt, warum manche Leute also wirklich apathisch durch die Gegend laufen an manchen Tagen. Ja. Wo wir dann in einem anderen Thema nochmal ein bisschen expliziter darauf eingehen. Ja. Es wird also tatsächlich gehandhabt, diese Sachen, also unwiderruflich. Also wie Werner sagte, wenn die Informationen, die uns gegeben werden in der Öffentlichkeit, also nicht im Hintergrund, sondern in der Öffentlichkeit, da kann man von ausgehen, dass die Entwicklung immer 20 Jahre weiter ist und so ist es. Wenn wir jetzt hinter die Kulissen schauen, sieht das alles ein bisschen anders aus und es ist tatsächlich höchster Handlungsbedarf. Werner, das ist ein sehr interessantes Thema, was du da gemacht hast und einen großen Einblick. Das ist natürlich eine sehr der tiefe Materie, mit der man natürlich sich auch stundenlang beschäftigen kann. Auch, nicht? Also, wobei wir natürlich auch bewusster daran arbeiten, also wirklich auch Lösungswege zu bringen. Das heißt, also solche Gerätschaften, wollen wir mal so sagen, solche Technologien eben genau umgekehrt einzusetzen, eben um diese, diese organischen Strukturen und das Leben sicherzustellen. Und dafür sind sie eigentlich auch gedacht, nicht? Also da verantwortungsvoll mit umzugehen. Das, was da im Moment passiert, ist ja reines, da wollen wir sagen, Machtsicherung von industriellen Kapazitäten, kann man so sagen. Nicht? Ja, nicht nur. Ja, Machtansprüche, ja, sichern, richtig, nicht? Ja. Also das Machtansprüche auf Kosten des Lebens. Nicht? Also anders kann man das wirklich nicht sagen. Werner, man munkelt auch, ob noch zum Schluss noch mal einmal auf Tschernobyl zurückgekommen, wir sind mit Tschernobyl angefangen. Man munkelt von Tschernobyl, dass da wesentlich mehr an Strahlung freigelegt wurde damals, also wie das zugegeben wird. Was hast du da für Informationen? Also es sieht genau umgekehrt aus wie die offizielle Darstellung. Die offizielle Darstellung besagte, dass nur 4% des radioaktiven Inventars freigesetzt worden sein sollte. Das widersprach diametral den Messungen, die über ganz Europa gemessen wurden, weil dann hätte man diese großflächige Verstrahlung gar nicht hingekriegt, mit 4% nur. Ja. Also aus diesem Film geht ganz klar hervor, dass es genau umgekehrt wohl war. Das heißt, in dem Moment dieses Impacts, also wo, was ich jetzt annehme oder eben unterstelle, also diese Skalarwelle da zurücklief, ist das radioaktive Inventar durch die Strahlungsenergie schlagartig so hoch aktiviert worden, dass das wie aus einem Kanonenrohr quasi das 96% des Inventars rausgeflogen ist. Und das sagen auch diese russischen Wissenschaftler. Ja, das erklärt natürlich einiges. Zum Beispiel auch, dass die Leute, die sich im Reaktor aufgehalten haben und da Reparationen gemacht haben, dass die natürlich verstrahlt sind zum größten Teil. Und die Leute in der Peripherie, die da gewohnt haben, nicht. Also es gibt in Bremen eine Familie, die direkt neben dem Reaktor gewohnt hat und heute noch also in besserer Gesundheit befindet. Na, also das ist, Also es hat, in dem Film wird also zum Beispiel, werden Bilder gezeigt, wo Leute also ohne Schutzanzug unten direkt herumkrabbeln. Ja. Und die würden also mindestens so stark verstrahlt werden, dass sie gesundheitliche Schäden hätten. Ja. Und sie sagen in dem Film, die sind also bis heute gesund. Ja. Die waren im Reaktor selber auch? Oder? Also jetzt anschließend, nachdem der hochgeflogen ist, wurde er ja umhüllt mit also einer Betonhülle und danach ist man dann ja da reingekrabbelt und hat gefilmt. Ja. Und da fliegen also auch Tauben rum, das heißt, das ganze Ding ist auch gar nicht dicht. Ist auch gar nicht nötig in dem Sinne, weil das, was man uns erzählt hat, ja, dass da noch 200 Tonnen radioaktives Material, hochradioaktives drin sein soll, ist nicht mehr drin. Ja, das ist nicht mehr, klar, wenn es raus ist, wenn da über 96% raus ist, aber wo kommen dann die Toten her? Einige sind ja tatsächlich an Krebs und solchen Sachen gestorben. Nein, das ist ja nicht weg. Ja? Ich meine, es ist ja rausgeflogen und ist dann natürlich wieder runtergerieselt, durch Auswaschung und so weiter. Ja. Man hat ja, also wie die Wolke unterwegs war, hat man ja das künstlich zum Abregen gebracht, also auch durch künstliche Wetterbeeinflussung letztendlich, indem man also Silberjodid über diesen radioaktiven Wolken gestreut hat, damit die vor Moskau sich abregnen. Sonst hätte man in Moskau also wenig mehr. Ja, gab es kürzliche Informationen auch für im Hintergrund. Ja, das wurde auch sehr früh schon zugegeben, solche Dinge, damit das abregnete halt. Und die Leute in der Umgebung, ist klar, die haben das grob schon abgekriegt. Ne? Also mit Zeitverzögerung teilweise und je nachdem, wie der Wind jetzt steht, kommt das Zeug dann ja runter. Ne?